Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Wilfried Putensen. Ich bin kultureller, ein Eurograf der Stadt Blökenhusen an der Hupe. Da muss ich in meinem Alter noch runter auf die Straße zum Rauchen. Nur weil im Altersheim jetzt Rauchverbot ist. Im Altersheim. Nimm zum Aschen im Notfalls deine hohle Hand und freu dich, dass du überhaupt noch aschen kannst und sag zu dir selbst, ein Mensch, ärger dich nicht. Was sagen Sie dazu? Ich sage ja Servicewüste Deutschland, nicht? Hallo? Hannelore? Du wirst es nicht glauben. Frau Merkel hat einfach aufgelegt. Oh, die hat aber nicht lang zugehört. Die Stadt Blökenhusen an der Hupe trägt ihren Namen von der Hupe, einem idyllischen kleinen Badesee vor den Toren Blökenhusens. Wird sie das stören, wenn ich das mit der Hupe weglasse? Ja, ich meine, da würden wir ja regenklüderlich vorn, ne? Das war die Idee von der Agentur, dass ich da immer, ne, wenn ich, ne? Als jedoch der Nachbar zur Rechten, mit dem Rechen des Rechten, die rechte Seite rächen wollte und dabei feststellte, dass der Nachbar zur Linken den Rechen des Rechten zum Rechen der linken Seite verwendete, forderte der Nachbar zur Rechten vom Nachbar zur Linken den Rechen des Rechten als ein rechtmäßiges Eigentum zurück. Der Nachbar zur Linken entzog ihm jedoch den Rechen des Rechten mit der Begründung, es handelt sich gar nicht um den Rechen des Rechten, sondern in Wirklichkeit um den Rechen des Linken, erkennbar am Zinken. Bei uns, auf dem Kalenderblatt, das stand ja heute, Glück ist, mit denen zufrieden zu sein, was man hat. Denn es ist aber auch manchmal Elend mit dem Glück, ne? Das mag sagen, du. Und wenn Sie jemand etwas fragt, dann antworten Sie mit einem lauten und deutlichen Ja, Sir, ja. Haben Sie das verstanden? Nein, ja. Ja, Sir, ja. Ob Sie das verstanden haben? Ja, im Moment ist die Küche von der Blökenhusenperle leider in Renovierung. Also da geht im Moment nicht viel. Eigentlich geht nur Bockwurst. Ja, aber das macht die Wirtin richtig nett. Also wenn wir italienische Woche haben, ne, gibt es bei uns Bockwurst mit Ciabatta-Brot und Parmesankäse. Ne, und wenn wir französische Woche haben, gibt es eben Bockwurst mit Baguette-Brot, ne, und dazu dann so einen schönen Merlot. Ne? Oder so ein Cabernet Sauvignon. Ne? Also mal so einen französischen Wein und nicht immer nur das übliche Koma-Pilz. Ne? Weißt du, ich habe mir mein Leben ja auch anders vorgestellt. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Schmucksche Zulle wollte ich werden. Schmucksche Zulle, ne? Hat aber dann nur bis zur Zuckerdose gereicht. Hab ich gedacht, ist doch gut. Ne? Ist doch ehrbar. Zuckerdose, ne? Naja, und dann hat der Chef Diabetes gekriegt. Tja, und dann hat er mich zum Aschenbecher gemacht, ne? Ach du liebe Güte. Ja, wie sieht die denn aus? Gottes Willen. Ich meine, man ist ja selber nicht mehr der Schlankste. Aber man muss ja nicht mit der Kleidung nur die Problemzonen betonen, was? Und dann dieses Bauchnabelpiercing, mein Gott! Junge Frau, gehen Sie aufrecht! Sonst verhakt sich das Bauchnabelpiercing in der Straßenbahnschiene! Wenn du also dann weißt, dass dein Hund ein Mädchen ist, dann geht dein Mädchen immer gut zu essen und zu trinken. Lass es laufen, rennen, kratzen, kriegen. Mach ihm ein gutes Leben, dann irgendwann dann kommt dieser furchtbare Tag, da kommt der Mann mit der Gummischürze auf den Hof und er sagt, heute geht's.
Es gibt Huhn.